Ich kann's mal besser nicht. What the fuck? Ja, was ist das denn für eine Scheiße? Oh mein Gott. Geht ja mal gar nicht. Oh no. Macht echt keinen Spaß. Ich hab das mal besser nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren C64 Video. Und das ist Wild Dreams von Rainbird. Und ich habe das früher mal gehabt und auch gezockt. Allerdings ist das so lange her, ich kann mich an fast nichts mehr erinnern, nur an den Titel und dass ich es mal gezockt habe und dass da so ein paar irgendwie krasse Szenen drin vorkamen. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr, wie es gespielt wird. Ja, schauen wir doch mal. Wie das denn so klappt. Lad mal eine Runde. So. Genau, ich kann mich erinnern, dass ich hier an dem Ding, aber ich kann hochspringen. Nur wo muss ich hin? Warum kann ich mich nicht bewegen? Ich kann, doch, kann ich hier, aber irgendwie bin ich voller Zuckerwatte. Muss ich da nicht irgendwie an diese Stange ranspringen? Ich weiß es eben nicht mehr. Ja, ich bin in einem Zuckerwattegerät und komme da nicht raus, weil ich nicht weiß, wie. Ist doch super, oder? An das kann ich mich noch erinnern. Woran ich mich nicht mehr erinnern kann, ist, wie soll ich hier rauskommen? Ich habe keinen Plan. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier durch. Ich komme ja auch nicht rüber. Ja, wenn ich doch bloß noch mal wüsste, was man hier jetzt machen muss. Ich war mir ziemlich sicher, dass man dann mal irgendwie an diese Stange ranspringen musste. Aber anscheinend. Nö. Ich kann auch nichts irgendwie mit der Tastatur machen. Nö. Nope. Ich kann hier überhaupt nichts machen, oder was? Ist ja fantastisch. Also ich kann mich an diese Szene erinnern. Ja, was ist jetzt passiert? Keine Ahnung, habe ich jetzt was geschafft oder nicht? Zumindest habe ich keine Punkte. Oder ist jetzt Game Over? Ich wusste gar nicht mehr, dass Wired Dreams so ein Wired Game ist. Oder vielleicht eher eins zum Vergessen. Also wenn da jetzt nicht gleich noch irgendwas Erhellendes kommt. Stimmt. Diese Hornisse sticht mich und dann bin ich kaputt. Und jetzt? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwas machen muss. Score 2%. Ja. Er lädt auf jeden Fall ziemlich lange für das Ganze. Nein, das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Oh, sag bloß, ich hab's da irgendwie geschafft. Wenn ich jetzt wüsste, was ich als nächstes machen muss, dann wäre mir ja schon wohler. Momentan muss ich sagen,
hatte ich das als besser in Erinnerung als das, was jetzt hier ist. Vor allem, ich weiß doch nicht, was ich hier machen muss. Ja, leck mich doch am Eimer. Das ist wirklich ein wilder Traum. Vor allem, weil ich wahrscheinlich jetzt Szene Nummer 1 nochmal machen muss. Ne? Leute, ihr wollt mich verarschen. Da fällt dir ja nichts mehr zu ein. Ja, also, nochmal verkacken. Weiß ich doch nicht, wie ich hier vernünftig, was ich denn jetzt hier machen soll. Jump, jump, jump around, jump around. Jump, up and get down. Jump, jump, jump. Ja, fuck, ey. Verarsch mich doch. Mann, ich will hier raus. Ja. Wenn ich jetzt bloß wüsste, wie ich dieser beschissenen Wespe da entkommen soll. Mit was denn? Ich glaube, ich bin auch nie weiter als bis zum zweiten Bild gekommen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was danach kommt. Weil man ist ja mit einem Stich tot. Ich kann auch nicht springen. Ich stelle gerade fest, das ist irgendwie scheiße. Und gehört eher in die Rubrik, zock das mal besser nicht. Ganz offensichtlich. Ich versuche das jetzt noch ein letztes Mal. Und ansonsten würde ich sagen, kann man das abhaken. Das Game. Nee. Oh Mann. Das ist doch nicht zu schaffen hier. Oh mein Gott. Das ist wirklich ohne Worte. Braucht man sowas jetzt wirklich? Ich würde sagen, nee. Das kannst du doch haken. Ich kann mich auch nicht richtig bewegen. Oh, ich kann hier lang. Bloß. Was passiert jetzt? Lass mich nicht wieder in diesen komischen Trog zurückkommen. Anscheinend gibt's vor dieser Riesenhornisse ja kein Entkommen. Also, was passiert jetzt? Ich bin gespannt. Was ist das? Ein Spiegelkabinett. No entrance oder was? Kann ich hier irgendwas machen? Ich bin in den Spiegelsaal gelaufen. Aber was kommt jetzt? So weit bin ich noch nie gewesen, glaube ich. Oder lande ich gleich wieder draußen, werde von der Hornisse gestochen, bin tot und das war's. Nein! Nee, das kann nicht euer Ernst sein, Mensch! Was soll denn die Scheiße? Score 3%. Ach du Scheiße. Gibt's ja eigentlich ein Game Over? Ich wäre jetzt langsam dankbar für eins. Ja. Genau. Kann man ja eigentlich irgendwas aufheben? Nee, nicht mal das kannst du.
schon scheiße. Ja, das ist dann wieder eins weniger auf meiner Liste demnächst. Da kann man auch noch hingehen, okay. Ich bin mal gespannt. Naja. Schlimmer kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden, ne? Also, erstens weiß man hier nicht, was man machen muss. Und zweitens weiß man hier nicht, was man machen muss. Und drittens muss man dann irgendeiner dummen Hornisse davonlaufen? Oder aus einem... Oh, was ist das? Oh je. Alles White Dreams. Ey, ich habe hier was aufgehoben. Und was mache ich jetzt mit diesem Stock? Fleischfressende Pflanzen verprügeln? Das Dumme ist bloß, die lassen sich nicht verprügeln. Wahrscheinlich, wenn ich nur einen Schritt weiter mache, ja, bin ich im Sack. Und lass mich raten, wo ich jetzt wieder starte. Also, wenn ich jetzt wieder in diesem Zuckerwatte-Ding da rauskomme, würde ich sagen, ne, never. Zockt das besser nicht. Das ist ziemlich wild. Grausam. Hey, ich bin im Spiegelsaal. Okay, wir können ja mal gucken, was hier bei Not No Entry ist. Da ist tatsächlich No Entry. Gehe ich noch einmal zu die fleischfressenden Pflanzen darüber rüber. Ja, aber irgendwie... Oder kann ich mit dem Stock die Hornisse draußen verprügeln? Wahrscheinlich doch nicht. Das wäre doch mal was. Weil offensichtlich kommt es ja da nicht an diese Pflanzen vorbei. Das heißt also, ich kann mich hier bücken und habe einen Stock. Und gehe am Stock. Jetzt kann ich mit Knopf nach oben, kann ich, und da kann ich stechen. So fechten kann ich mit dem. Hilft nichts. Damit kriege ich die nicht gehauen. Die lassen sich ja mal gar nicht wirklich beeindrucken. Oder wie läuft das hier? Kann sich jetzt wirklich hier so einigermaßen so durchdingsen? Boah, das ist ja bitter. Ich habe das Gefühl... Oh, lass dich doch erwischen, du Kack. Ja, nein, ist klar. Oh, was bist du für ein Scheiß-Game? Ein Wunder, dass ich das überhaupt so lange zock hier. Aber ich würde sagen, das war's jetzt auch. Komme ich wieder im Spiegelsaal raus? Oder wo? Nee. Sind das 5 Minuten 50? Erst? Es kommt mir vor, als ob ich das schon 50 Minuten spiele. Also das Zeitgefühl geht auf jeden Fall schon mal völlig drauf. Ja, nee. Also das ist wirklich was. Komm. Lass sein. Zock das mal besser nicht. Das Game ist einfach scheiße. Man weiß überhaupt nicht, worum es hier wirklich geht. Ich habe das wirklich besser in Erinnerung gehabt. Aber gut, lass das auch mal 30 Jahre her sein. Ja, das war Wired Dreams auf dem C64. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, zock mal wieder oder zock mal besser nicht mit Tomaniac. Bye, bye.